Ein Lernvideo zur Gitarrenklasse von Clemens Völker und Jochen Buschmann. Herzlich willkommen zur Gitarrenklasse mit einem neuen Video. Ich habe euch heute den Flamenco mitgebracht. Den findet ihr auf Seite 69 im Heft. Flamenco klingt schon so ein bisschen nach Spanien und ist auch spanischen Ursprungs. Das Stück besteht aus zwei Stimmen. Die untere Stimme ist eigentlich eine Solostimme gewesen früher mal. Hat Jochen Buschmann als Gitarrensolo komponiert und dann haben wir eine zweite leichte Stimme oben drüber gesetzt, damit wir sie auch gemeinsam spielen können, wenn wir in der Gruppe musizieren. Ich werde beide Stimmen kurz vorstellen. Erstmal die untere, die schwierigere Solostimme. Die hat für die rechte Hand eine Bewegung, die immer im Wechsel aus Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger besteht oder was ich eigentlich sogar lieber mache, ist Daumen, Mittelfinger, weil die ein bisschen mehr Abstand zueinander haben und ich finde es angenehmer mit Daumen und Mittelfinger zu spielen. Es geht aber beides. Wir können es ja mal folgendermaßen machen. Wir gehen einfach mal auf G und H-Seite, Entschuldigung, G und hohe E-Seite und spielen genau dieses Muster damit. Also der Daumen auf der G-Seite und ich nehme jetzt mal den Mittelfinger auf der hohen E-Seite, immer im Wechsel. Weil wir hier einen Dreiertakt haben, zähle ich nur bis 3 und dann geht es los. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Das wäre die Bewegung für die rechte Hand. Man kann das Stück ganz gut üben, indem man den Mittelfinger oder den Zeigefinger, auf jeden Fall der Finger, der auf der hohen E-Seite spielt, indem man den einfach mal weglässt. Das heißt, ich packe jetzt mal die beiden Finger auf der hohen E-Seite und nehme nur den Daumen und nehme die Greiftöne dazu. Das wäre dann A, A, A im ersten Takt. Dann Giss, ein E, wieder ein Giss, dritten Takt die A's wieder, im vierten Takt H, G, wieder das H, zweite Zeile C, G, C, dann die leeren Seiten H, G, Bund auf der G-Seite. Und dann haben wir schon zwei Zeilen geschafft. Ich habe jetzt wirklich nur die unteren Töne gelesen. Die E's brauche ich später auch gar nicht mitlesen, weil die sind immer wieder dazwischen. Und das ist ein Ton, der, das merke ich mir einfach. Ich weiß immer das E dazwischen. Dann muss ich den Ton auch nicht lesen, sondern konzentriere mich auf die unteren Töne, die mit dem Hals nach unten auch ganz gut zu erkennen sind. So ist es gar nicht so schwer zu spielen, wenn man die E's erstmal weglässt. Diese beiden Zeilen, die ich gerade gespielt habe, kommen fast unverändert am Ende wieder. Das heißt, die untersten beiden Zeilen sind fast das gleiche. Am Ende mit einer kleinen Änderung, da müsst ihr darauf achten. Ansonsten könnt ihr euch aber weitgehend darauf verlassen, dass das fast identisch noch einmal so gespielt wird. Wir gucken uns einmal die mittlere Zeile an. Die fehlt uns jetzt noch, damit wir das ganz kennenlernen. Ich lasse die beiden Töne, die im Takt jeweils klingen sollen, lasse ich liegen, das klingt besser. Also, ich habe das A und das C im Takt 9. A, C, A, dann leere Seiten G und H. Dann F und A. Auch liegen lassen, auch wenn es schwer fällt. Und E und Gis. Wiederholt die mittlere Zeile und dann kommt, geht es in den Schluss rein. Ich spiele einmal den mittleren Teil mit den leeren Seiten vor, wie das klingt. 1, 2, 3 und 1.
schwierigste Teil, diese mittlere Zeile. Deswegen ist es nicht verkehrt, die ein paar Mal öfter zu spielen. Genau, und der Anfang geht dann genauso, wie ich jetzt in der Mitte das vorgemacht habe. Immer das E zwischendrin. Zeile mit Wiederholung und dann nochmal die Zeilen 4 und 5 bis zum Schluss. Gut, das war die untere Stimme. Die obere Stimme ist relativ einfach. Da steht Capodaster V drauf. Das V steht für römisch 5 und ist eine beliebte Bezeichnung, beziehungsweise die amtliche Bezeichnung für Bundpositionen. Das heißt, im fünften Bund, 1, 2, 3, 4, 5, habt ihr meistens auch einen Punkt. Dort setze ich den Capodaster, das Capodaster, wie auch immer, Block. Und jetzt spielen wir mit Capodaster, sonst klingt es nicht, das ist wichtig. Das können wir natürlich im Wechselschlag spielen. Da ist die Melodie nicht im Daumen, sondern den können wir auf die Tiefe E-Seite legen und dann spielen wir Wechselschlag, wie wir es kennen. 1, 2, 3. 2, 3. 3. Dann Wiederholung und so weiter. Es kommen keine neuen Töne drin vor. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr immer mit den drei Schlägen auch im Takt seid. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil die meisten Stücke sind doch im Vierertakt und der Dreiertakt ist immer so eine kleine Umstellung, weil er doch selten vorkommt. Gut, das zum Capodaster-Stimme, die werdet ihr später unten drunter hören. Die werde ich dazu spielen. Und jetzt spielen wir mal das ganze Stück. Ihr könnt jetzt Folgendes machen, ihr könnt einfach nur mit dem Daumen die Melodie mitspielen und hier oben Mittelfinger, Zeigefinger einfach parken und dann das Video nochmal anhören oder angucken und dann eben versuchen mal beides mitzuspielen. Also die gibt die beiden Stufen, so dass ihr immer dabei seid beim Musizieren, das ist ganz wichtig. Ich werde es jetzt mal komplett spielen mit allen Wiederholungen und im Untergrund hört ihr, im Hintergrund hört ihr die erste Stimme mit Capodaster dann. Okay, seid ihr bereit? Es geht los. 1, 2, 3. Langsamer geworden, das nennt man ein Ritardando.
Und ich habe am Ende diesen Akkord reingespielt. Ihr könntet auch einen A-Moll-Akkord da an der Stelle setzen, dass ihr am Ende einfach den ganzen A-Moll-Akkord spielt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Gut, dann wiederholt das gerne mal, das Video. Das ist ein tolles Solostück und probiert es gerne nochmal schneller. Dann klingt es noch besser. Gut, dann bis bald. Tschüss.